Ich erzähle euch eine Geschichte aus der Vergangenheit, aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über eine verheiratete Frau, die Zina begangen hatte. Sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ja Rasulallah, ich bin eine verheiratete Frau, die Zina begangen hat. Und nun bin ich von Zina schwanger. Tahirni ja Rasulallah, lass mich rein werden, so wie Allah es im Koran befohlen hat. Subhanallah, sie weiß, dass die Strafe für den Zani, ob Mann oder Frau, wenn er in der Ehe Zina begeht, die Todesstrafe ist. Die Todesstrafe durch Steinigung. Sie ist sich dessen bewusst, dennoch kommt sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Obwohl sie es hätte verheimlichen und Allah um Vergebung bitten können, aber wegen der Schwere der Sünde, die sie begangen hatte, und der Schuldgefühle, die sie im Herzen verspürte, kam sie zum Propheten und sagte zu ihm: Tahirni ya Rasulallah, reinige mich von meiner schlimmen Sünde. Ich habe Allahs Grenzen überschritten. Wie soll ich so vor Allah stehen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam aber wandte sein Gesicht ab von ihr. Bald darauf kam sie erneut zum Propheten, aber wieder wandte er sein Gesicht ab von ihr. Und ein drittes Mal geschah dasselbe. Warum? Vielleicht war sie betrunken. Vielleicht hatte sie den Verstand verloren. Vielleicht wollte er ihr die Möglichkeit lassen, zurückzukehren und Allah um Vergebung zu bitten. Bis sie zum vierten Male zu ihm kam. Und weil sie darauf bestanden hatte, sagte der Prophet zu ihr: Kehre zurück, bis du das Kind gebärst. Was ist die Schuld des Kindes, liebe Geschwister? Die Frauen, die ihr Kind abtreiben und dabei ein unschuldiges Kind töten. Du hast kein Recht dazu, geehrte Schwester. Und o Ehemänner, ihr habt dazu ebenso kein Recht. Es sind Lebewesen, welchen Allah ein Leben bestimmt hat. Und so sagte ihr der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Kehre zurück, bis du das Kind gebärst. Also ging die Frau davon. Und vielleicht dachte sich der Prophet, sie würde es vergessen. Aber nach 9 Monaten kam sie erneut zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und beharrte noch stärker darauf als zuvor. Sie erinnerte den Propheten mit den Worten: Ja Rasulallah, ich bin die Frau, die zu dir gekommen war, weil ich Zina begangen hatte und schwanger geblieben war. Und ich habe dich um Läuterung gebeten, so wie Allah es im Koran vorgeschrieben hat. Du hast mich zurückgewiesen, bis ich das Kind gebäre. Und nun stehe ich da. Ich habe das Kind zur Welt gebracht. Tahirni ya Rasulallah. Reinige mich ya Rasulallah. Läutere mich von dieser schlimmen Sünde. Daraufhin sagte der Prophet zu ihr: Kehre zurück, bis du das Kind von der Brust entwöhnt hast. Das ist die Barmherzigkeit des Islam gegenüber den Kindern. Also kehrte sie zurück. Und nachdem sie das Kind 2 volle Jahre gestillt hatte, kam sie erneut zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie kam mit dem Kind, das ein Stück Brot in seiner Hand hielt, als Beweis, dass das Kind von der Mutterbrust entwöhnt wurde, damit der Prophet sie nicht zurückweisen kann. Und sie sagte: Ja Rasulallah, ich bin die Frau, die zu dir gekommen war, weil ich Zina begangen hatte. Und nachdem der Prophet unter den Sahabern jemanden gefunden hatte, der sich um das Kind kümmert, wurde sie weggebracht. Und dann wurde die Frau gesteinigt. Und als ein Mann sie mit einem Stein so hart traf, dass ihr Blut auf seine Kleidung spritzte und er sich dabei fühlte, als hätte er etwas Gutes getan, stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und rief vor allen Leuten: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. Bei dem in dessen Hand meine Seele ist, diese Frau hat so sehr bereut, wenn 70 Bewohner Medinas bereuen würden, hätte die Reue dieser Frau alleine alles aufgewogen. Und daraufhin verrichtete der Prophet sallallahu alaihi wasallam für sie das Totengebet und bat Allah, ihr zu verzeihen. Die Frau wurde daraufhin ohne Sünde emporgehoben, wie sie an jenem Tag war, als sie von ihrer Mutter geboren wurde, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam.